Hallöchen, liebe Zuschauer, das letzte Pflichtspiel des Jahres. Ich glaube, eine Club-WM gibt es ja nicht. Hatten wir ja gerade erst, oder? War das nicht jetzt? Genau. Kommt bei mir immer, für mich immer gefühlt, beziehungsweise für mich war das gefühlt vor 2 Monaten. Ich glaube, war sogar in etwa vor 2 Monaten der Realität. Ja, Bübchen fett, du. Du verklagst mich dann noch, wenn ich hier Schleichwerbung mache. Oder jemand anderes. Ja, jedenfalls, was ich sagen wollte, wir haben nur noch ein Spiel gegen FC Liverpool und dann können wir die perfekte Saison krönen. Dann UEFA Supercup-Finale gab es nicht, deswegen konnte ich das nicht gewinnen. Aber wenn wir das dann noch schaffen, am Anfang der nächsten Saison, in der 7. Saison, auch diese Partie zu gewinnen, dann haben wir wirklich einfach roundabout alles geschafft. Ui, 15 Spieler wurden für die Weltmeisterschaft nominiert. Sogar 2 Australier, Ivan Todd, aber cool, dass sie auch dabei sind. Eckler, der ist ja ausgeliehen. Warte, der hat noch Vertrag bei uns, ne? Danach? Ja, in 4 Jahren, mit Pearson auch, sehr cool. Hattrick in der 31. Schotti, nicht alle auseinander schießen. So, der kann weg, genau. In der 2. Mannschaft haben wir dann auch noch ein paar, die wollte ich alle behalten, damit wir in der 2. Mannschaft haben. Hoffentlich zumindest. Ich kann ja jetzt ein paar einfach mal hochtun. Ich weiß nicht, ob das viel ändert oder die Chance erhöht, dass man eine 2. Mannschaft hat. Immanuel Preto kann sowieso hoch, damit der gute Aiman Buttu häufiger spielen kann. Ja, ich kann ja gleich mal gucken, ob das nur 3, 4 Jungspieler hochholen, die eh später kommen. Ja gut, Bübchen, das ist immer ein bisschen blöd, ne? Gefriendzone, wie man so schön sagt. Fühlt sich bestimmt scheiße an, das kann ich mir vorstellen, klar. So, kriegst ein F von mir. Und eine Umarmung. So, Umarmungs-Emoji. F mit Zigarette. Okay. Ja, das Liebe kann man nicht. Warte, wie sagt man denn nochmal? Man kann sich indirekt nicht unbedingt entscheiden, für wen man sich entscheidet in der Liebe. Also du hast es entschieden, aber sie nicht, kann man leider nicht ändern. Und ich werde jetzt nicht so was sagen, auch andere Mütter haben schöne Töchter, weil in dem Fall interessiert sich das jetzt gerade nicht. Das ist ja klar. Aber wer weiß, vielleicht gibt es ja irgendwann trotzdem eine Hoffnung, dass es sich das doch nochmal überlegt, die gute Dame. So ist das System leider. Oder es kommt auch in naher Zukunft etwas Unerwartetes mit jemand anderem. Kann man nie wissen. Minuten. Aus Prinzip. Genau. Nicht zu nett sein. Direkt erstmal wieder auf den Boden der Tatsachen holen. Ja, jetzt nicht unbedingt alle, ne? Vielleicht alle, die du gerade kennst, aber da gibt es ja viele, wo es nicht so ist. Mich würde es ja auch stören. Wenn es jetzt übertrieben ist, dann kann natürlich jeder machen, wie er möchte, aber das wäre dann jetzt für mich nichts. Von der Beziehung zum Beispiel. Ne? Ach komm, kann man noch ein paar. Die haben, glaube ich, keine Partien mehr, oder? Wo sehe ich denn den Terminplan? Ach hier, der U19.
Okay, die haben keine Partien mehr. Kann ich hier Francesco Cristi in die 2 tun? Muharrem Sadiki, Patrick Kaczmarek, Michał Matuszewski. So, also jetzt habe ich spätestens genug Leute in der 2. Kann sogar die Bank füllen locker. Wie sieht es aus bei Oskar Wikström? Und der 3,2 Millionen Euro Marktwert. Cool. Ist auch gar nicht mal so schlecht, ne? Moinsen Play. Ja, das auf jeden Fall, klar. Nur wenn man sich gerne schminkt oder vielleicht auch ein bisschen stärker oder übertriebener, heißt das nicht, dass sie kein Herz haben. Aber vielleicht ist das dann für die Person nicht unbedingt etwas. Dicht am Rekord des Champion Cup. Was denn für ein Rekord? Ach, wegen 11 Siege am Stück, krass. Alles klar, like Tux. Gar kein Problem. Du bist schon so lange dabei, na, so oder so, Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Ich fühle mich teilweise ein bisschen unter Druck, weil ich weiß, dass hier nicht unbedingt jetzt Football-Manager affin sein. Ich will direkt was anderes zocken, ne? Aber ich weiß ja nie was. Am besten irgendwas, wo ich zusammen mit euch zocken könnte. Was typisches wie Among Us oder sonst was. Es ist richtig Bock. Ja, und dann habe ich immer Angst, dass niemand Lust hat mitzumachen. Am Ende bin ich da so alleine. Hallo? Lewandowski-Werbung. Gibt viele Lewandowski-Werbungen zur Zeit, ne? Er will keinen neuen Vertrag? Komm, kriegst einfach mal erste leise Zweifel. Ich habe es gerade nicht genau gelesen, deswegen machen wir es einfach direkt mal. Stammspieler. Okay, dann halt Schlüsselspieler. Noch nicht, Boba, aber ich würde das irgendwann mal anfangen, zusammen mit meiner Verlobten das gerne gucken. Ist auf jeden Fall in Planung. Wirklich, Felix? Ja, sag mir was. Twitch macht bei mir automatisch Fußballwerbung. Sofern das bei mir war. Wahrscheinlich. Naja, ich bin verlobt seit 3 Jahren. Stamm. Spieltag. Oh, ich liebe schwarzen Humor. Es gibt bei mir keine Grenzen, was schwarzen Humor angeht. Also wirklich null. Ich hatte noch nie zum Beispiel zu einem Witz gesagt, der war zu hart. Gab's noch nie. Ja, maximal 45 Minuten. Ja, aber kann man machen. Auf die Bank zumindest, ne? Also Leute, letzte Partie gegen FC Liverpool. Ja, wenn man darauf steht. Ich sag immer, schwarzer Humor ist der beste Humor, oder? Auf geht's. Gegen Jürgen Klopp, der anscheinend immer noch Trainer ist beim FC Liverpool. Oder vielleicht wieder dahin gewechselt ist, aber wahrscheinlich ist er es immer noch. Kann man so sagen, Büchchen, ja. Alexander Arnold mit der ersten Gelegenheit. Aber direkt sieht man Salah, Alexander Arnold, immer noch 2 Spieler von Anfang an. Vor allem Salah sollte aber nicht mehr der schnellste und jüngste sein. Sosa. Guter Beginn. Der Engländer. Achtung, Achtung, bitte.
Ja, Schott, ja, aber ne? Hattrick. Alles gut. Gewonnen. Wahrscheinlich Man of the Match. Naja. Boba, fett. Ich mag den Namen Bübchen. Ja gut, das sind halt so diese typischen Witze, die man so kennt, ne? Was das angeht. Jetzt müssen wir mal hier besser in die Partie reinkommen. Nee, alles gut, Boba. Am besten nicht hier reinschreiben wegen der Chatbox, sonst kriege ich immer noch Probleme mit YouTube. Der gefällt mir, Boba. Vom Rush ist ein Youngstar gemacht. Am besten du kommst auf den Discord, dann kannst du da alles rauslassen, was du willst. Bei mir hat Humor keine Grenze. Der ist auch. Aber warum eigentlich ist London? Nicht wundern, Leute, wenn ich die ganze Zeit lache, ich habe die Chatbox kurz ausgemacht, aber wer das auf Twitch gerade sieht, ne, der hat jetzt gerade Vorteile. Oder guckt sich das auch mein Twitch-Kanal später an, den ganzen Stream, dann seht ihr das. Da wird der Chat ja auch aufgenommen. Cosimo, der Palmer. Nicht dein Ernst, Gelbrot. Der ist auch gut, Schotti. Aber auch bestimmt problematisch für YouTube, deswegen Chatbox aus. Ach komm, ihr könnt euch jetzt mal hier austoben. Einmal weniger. Ja, es ist problematisch, ne? Auch noch gelb-rot. Ich hätte natürlich zumindest einen gelb vorbelasteten Spieler runtergenommen, aber war ja nicht mal Halbzeit. Kommt, Leute. Krönt die Saison und macht sie perfekt. Warum das denn, Boba? Aber freut mich. Wenn ich es zumindest ein bisschen zum Lachen bringen konnte, mein Bübchen. Dann schlaf gut, Bübchen fett. Und bis irgendwann mal. Die nächsten Tage werde ich ja jetzt nicht streamen, aber da sieht man es ja wieder unter einem YouTube-Kommentar oder sonst irgendwo. Echt cool, dann hast du auf jeden Fall eine gute Moral in der Mannschaft, ne, wenn du selbst mit 9 Mann mal Spiele gewinnst. Gut, in VR Football passiert, wenn das häufiger.
Boah, Lautaro. Aber klar, mit einem Mann weniger kann man immer noch. Gut, da ging halt nicht mehr, ja. Sehr gerne, Büchen. Wir helfen gerne. Und dir auf jeden Fall mental gute Besserung, dass die Zeit auch bei dir das. Gut, Mensch. Auch wenn es weh tut und man vielleicht jetzt im Moment denkt, das wird nie heilen, aber man weiß ja, dass das mit der Zeit besser wird. Zum Glück. Naja, schrecklich wäre nicht. Deutschprüfung. Dann solltest du auf jeden Fall, Schotti, mal deine Hände schon mal ein bisschen trainieren. Du wirst bestimmt viel schreiben müssen und viel Erfolg auf jeden Fall. Ich mache ja auch in Anführungsstrichen nur bis 11:30. Hat der Bübchen, das ist auch für dich hier, das Herzchen. Ein Herz. Leider abseits von Esposito habe ich schon im Augenwinkel gesehen. Viel zu viele gelbe Karten. Super gerne wechseln, aber geht nicht mehr. Gut von Nuno. Und jetzt haben sie. Komm schon. Esposito. Esposito. Ja, das stimmt. Das sind 3,5 Stunden pro. Stimmt. Aber ich sag mal so, es gibt viele Streamer, die streamen dann eigentlich immer 7, 8, 9 Stunden, ne? Gute Nacht. Boba, gute Nacht. Oh, 77. Führung. Bin ein bisschen traurig, dass ich diese Woche nicht mehr streamen werde. Vielleicht, wie gesagt, mal spontan. Am ehesten am Sonntag möglich, aber dann gucken wir mal. Ich hab Bock auf PUBG, also Player Unknowns Battlegrounds, vielleicht mal ein paar Ründchen zu zocken. Vielleicht hat auch jemand von euch Bock. Dann kann man ja doppelt spielen. Ich bin nicht gut, aber ich hab Bock einfach mal kurz. Das ist ein bisschen, dass die Tage mal zu zocken, aber dann wird man ja sehen. Wer mir folgt, wird ja sehen, wann ich live bin. Lautaro Martinez. Naja, Poi war auch schon vorhin so bei ein paar Partien. Keine Ahnung warum. Ein paar Bugs gibt's immer. In der 80. Jetzt haben sie überlegt, soll ich jetzt defensiver stellen oder ist das zu früh? Hätte ich machen sollen. Bei welchem Club spielst du denn, Schotti? In Österreich. Dankeschön, Liebschön, für deinen Discord-Beitritt. Ah, ne, Wolfsberg hat zählt. Kenn ich das Positum? Und 2-1 in der 82. Okay. So, jetzt werde ich es auf jeden Fall defensiver stellen. Alles klar, dankeschön. So.
10 Minuten. Was für eine Partie, ne? Viele gelbe Karten, viele Aktionen im Strafraum auf beiden Seiten. Ein Platzverweis für uns. Benacer und Thunderbolt. 1:10. Oh, Thunderbolt, was machst du da? Lass dir Zeit, Felix. Und? Auch die Champions League haben wir im Säckle. Alles gewonnen. Und anscheinend der 12. Sieg hintereinander in der Champions League. Das ist schon mal... Ja. Und wir haben Lazio Rom besiegt, AS Rom, Manchester City und den FC Liverpool. Also man kann jetzt nicht unbedingt sagen, wir hatten super einfache Gegner oder glückslose. Was weiß ich was. Wir sind einer der besten aller Zeiten. Auf Rang 18. Ja, aber ist noch weit bis Alex Ferguson zum Beispiel. Ich werde vergöttert, cool. Der zweite Titel für uns in der 6. Saison. Krass, oder? Schon krass. So, mit Falco Michel würde ich auch noch gerne verhandeln. Also den Vertrag verlängern, der bleibt natürlich für immer bauen. Das wisst ihr ja. Oh, ein bisschen Kohle. Bisschen mehr Geld kriegt er auch, 390.000 Euro sogar. Also mal so Hinweis, falls ihr euch wundert, warum ich in der ersten Mannschaft habe und warum ich jetzt den Vertrag verlängere, ist ein Zuschauer von uns, der hin und wieder einschaltet. Und ich meine, da nennt man den natürlich, ne? Noch mehr Kohle für uns, finde ich gut. Wir hatten schon zu wenig. So, was kann man vielleicht noch hier erhöhen? Mit Mitarbeiter eventuell, genau. Neues Stadion bauen. Weiß ich nicht. Ich hätte gerne einen Partnerverein und zwar den Wuppertal SV, das wäre super. Und was sagen die zu einem neuen Stadion? Akzeptiert. Mhm. Na komm. Na gut, dann nicht. Ich würde zwar jetzt gerne den Wuppertal SV nehmen, aber anscheinend werden die mir eine Liste schicken. Dann nicht nur so. Dann halt anscheinend nicht. So, meine lieben Zuschauer auf YouTube, das war's dann jetzt von dieser Folge. Wir haben auch von dieser Saison unglaublich, was wir gemacht haben. Toppen kann man es nur ganz dezent. Und ja, morgen geht es trotzdem weiter um 13 Uhr. Dann aber, wie ich gesagt habe, direkt ab dem 1. Juli. Gucken uns kurz die Saison an. Klar. Hier die ganzen Neuzugänge. DD. Gut. Der hat in der 2. Mannschaft gespielt. 1,4 Millionen Euro wert. Cool. Stamatio. 4 Tore, 8 Vorlagen. E-Likes. 17 Tore, 10 Vorlagen. Cosimo. Super. Boris DD und DD. Ich habe halt ein paar DDs geholt. Ne? Ihr wisst ja, mein Held von damals. Krass, oder? Der Zuschauerschnitt nur bei 75.800, okay? Saison. Die Fortuna, der HSV und Bremen abgestiegen. Höchster Sieg 10-1 gegen Basel, 7-0 gegen Hamburg, auch noch unter anderem 7-0 gegen Bremen.
mehr Sponsoren, weniger Fernsehgelder. Gut, das ist auch gestiegen. Preisgelder auch. Speisen, Getränke, okay, auch ein bisschen weniger. Haaland. 765.183 gekaufte Trikots. Der Youngster mit Köpfchen, ne? Mit Köpfchen. Schon eine unfassbare Mannschaft. Absolut, was für eine unglaubliche Saison. Ne? 4 Titel, DFL Supercup, DFB-Pokal, Champions League, Bundesliga und eigentlich auch Club-WM. Krass. Da sind noch ein paar Infos. So, wir wollen alles hier schaffen, ne? Kann man eigentlich immer die beste Antwort nehmen. Ist ja meistens so. Ziel für Trainingslager. Okay, St. Gallen, machen wir. Goldener Schuh. Der Champions League, 11 Tore, natürlich. Dream Team der Champions League. 10 von 11 Spieler von uns, nur Diaby nicht. Ich, keiner von uns. Geil. Und vor allem unser Ersatzstürmer Esposito. Der auch in 113 Einsätzen 102 Tore gemacht hat. Es ist nicht zu fassen. Spannende Worte. Schon cool. Alles klar, Tux. Dankeschön, dass du wieder so unfassbar lange dabei warst. Und ja, vielleicht, wie gesagt, irgendwann bis die Tage. Ne? Schlaf gut. So, jetzt aber, meine lieben YouTube-Zuschauer, das war's dann von der Episode. Und morgen sehen wir uns wieder. Entweder am letzten Tag vom Juni oder am 1. Juli. Bis dann.